Lieutenant Rentola is a character that I think everybody knows. She's a quintessential fairy tale character that you know the story from your childhood and until the day that you die. It's just something that's a part of all of us. And what she represents is the struggle that we have against injustice in the world. Someone who is treated in a way that they don't deserve to be treated. Someone who is good and kind, but they have a horrible life and it's not their fault. Hier sind einige Dinge anders. Es geht hier nicht um einen Schuh, der verloren ist. Es geht um zwei Armreifen. Die böse Stiefmutter ist ein böser Stiefvater. Und das Ganze hat doch ein bisschen, nimmt doch ein bisschen eine andere Wendung und geht zumindest auch hier in unserer Produktion ein bisschen mehr in die Tiefe. Und das, muss ich sagen, mag ich sehr, dass man auch ein bisschen die dunkle Seite zeigt. Ich liebe Rossini, ich liebe diesen Stil, das zugleich eine Einfachheit hat, aber unglaublich inspiriert in seine melodischen Einfälle. Ich liebe diese Belcanto-Linien, das er schreibt, diese ganze Koloratur. Für mich als Dirigent ist es eine tolle Sache, diese ganze Wahnsinnskadenzen zu begleiten. Production is set in Dickensian London. I was very interested in the novels of Charles Dickens and how they have a reference to child poverty and the incredible disparity between the upper classes and the poor working classes, which is perfect for Cenerentola. Thank you.